Viene la lucha del mal en la copa de mi juventud. Bebo el vino fatal de la fuente de tu ingratitud. Pues el destino mortal extinguido mi flor de virtud. Y juntito a las violetas que me diste un día, la melancolía de mi desencanto me castigan tanto que no puedo más. Y juntito a las violetas que me diste un día, la melancolía de mi desencanto me castigan tanto que no puedo más. Ein bisschen außer Atem heute hier. Herzlich willkommen zur 19. Episode aus In 80 Tangos um die Welt. Und ganz viele von euch kennen diesen Walz wahrscheinlich Violettas, den wir heute ganz speziell für unseren Freund Dirk aus Berlin spielen. Den hat er sich nämlich gewünscht als einer unserer Spender, der ein Ticket erworben hat für diese Reise. Violettas von Alberto Castillo, 1948 aufgenommen. Es war ein sehr alter Walz. Der ist von Juan Mallo, genannt Pacho, einer der Heroen der Frühzeit des Tango, der eine ganze Menge Walzer geschrieben hat, aber auch schöne Tangos, zum Beispiel Emancipation ist von ihm. Ihr kennt es alle von Osvaldo Pugliese. Manche sagen, er hat fast 900 Stücke aufgenommen. Das ist eine ganze Menge für jemanden, der mit 53 Jahren gestorben ist, 1934. Juan Mallo hatte einen sehr lustigen Spitznamen. Der hieß allgemein Pacho. Das kam von seinem Vater. Und zwar hat er als kleiner Junge angefangen, auf dem großen Bandoneon seines Vaters rumzumachen und war ganz fasziniert. Und dann hat sein Vater ihm liebevoll auf den Kopf getätschelt und hat gesagt, Pazzo. Das ist italienisch für, na du kleiner Idiot. Aber das war nett gemeint. Und die Kumpels von Juan konnten Pazzo nicht aussprechen und haben es dann in Pacho umgewandelt. Und das wurde später sein Spitzname. Und als er dann so richtig erfolgreich war, da haben die Leute zum Teil im Plattenladen gar nicht mehr lange gesagt, ich hätte gerne die neue Schallplatte, die neue Einspielung von Herrn Mallo, sondern sie haben gesagt, gib mir ein Pacho. Egal welche. Ich nehme die neue. Ja. Diese Veilchen, die du gestern zärtlich und mit viel Liebe hingestellt hast, bewahre ich als Symbol einer Liebe auf, die meine Augen schon vergehen sahen, im trüben Dunst eines tiefen Schmerzes. Sie werden mir vielleicht in ihrer kalten Sprache mit viel Nachdruck sagen, dass ich vergeblich hoffe, dass er zurückkehren wird, der Vogel der Liebe, der wusste, meinem Herzen eine Welt zu geben, die jubelt. Und dann singt er da so fröhlich dahin. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Das war übrigens die erste Strophe. Das ist noch nicht dieses wahnsinnig schnelle, atemlose, was er da hinten dranhängt. Wie geht der das? Castillo. Das lese ich später. Und man fragt sich so, warum rast er da so durch? Will er zeigen, wie schnell er singen kann? Ist der Text... Der ist schon ziemlich hart, werdet ihr nachher noch hören. Aber du hast auch keine Erklärung dafür. Man weiß es nicht. Also natürlich war Castillo ein ausgezeichneter Sänger und er hatte das eigentlich nicht nötig zu zeigen, wie gut er artikulieren kann. Weil er singt ja in diesem sehr schnellen Walz ein Achtel und das ist wirklich bemerkenswert. Ihr könnt das noch nicht mal in Deutsch. Wird am Ende noch schneller. Und das ist eigentlich der härteste Teil des Textes und den singt er dann in diesem Parforce-Ritt. Das weiß ich auch nicht, warum das so ist. Um ihn besser ertragen zu können vielleicht. Okay, dann kriegt er den jetzt. Will ich euch gar nicht vorenthalten. Und mit den Veilchen, die du mir eines Tages gegeben hast, kam Melancholie, meine Enttäuschung. Ich werde so sehr bestraft, dass ich es nicht mehr ertrage. Das muss man, glaube ich, schnell singen, um es ertragen zu können. Das ist vielleicht... Castillo war Sänger bei Tanturi, den hatten wir auch schon ganz kurz, bevor Campos kam. Ja, wir haben uns mit Assisi Baila el Tango beschäftigt, dem großen Erfolg von Ricardo Tanturi mit Castillo. Und ein Jahr später, 1943, wollte Castillo sich selbstständig machen mit einem eigenen Orchester, mit eigenem Bühnenprogramm. Tanturi sagte nur ganz trocken, Junge, du wirst verhungern.
Hat er aber nicht. Hat er nicht. Und beide sind erfolgreich weitergegangen. Tanturi hat einen tollen neuen Sänger gefunden, Enrique Campos, den werden wir später in einer anderen Episode noch näher kennenlernen. Und Castillo hat eben mit verschiedenen anderen Orchestern große Erfolge gehabt. Das Orchester von 1948 wurde von Enrique Alessio geleitet, einem Bandoneonspieler. Große Besetzung, 4 Bandoneons, 4 Geigen, Kontrabass, Klavier. Violettas war ein relativ populärer Walz, nicht der einzige erfolgreiche Walz von Pacho. Er wurde unter anderem von Canaro mit Charlot aufgenommen 1931 und von Ignacio Corsini 1937. Über die Geschichte der Tango-Texte und die Entwicklung über die Jahre und Jahrzehnte werden wir uns in einem anderen Podcast nochmal näher auseinandersetzen. Das war's für heute. Das war unsere 19. Episode aus In 80 Tangos um die Welt. Heute mit Violettas, Alberto Castillo 1948, Musik Juan Mayo, Text Francisco Brancati. Für Dirk heute. Schön, dass ihr uns begleitet habt auf unserer Reise durch Tangos, die uns am Herzen liegen. Und wenn ihr auch einen Tango habt, den ihr gerne mal besprochen haben möchtet in unserem Podcast. Und wenn ihr im Besitz eines Fahrscheines seid. Ja, ihr bräuchtet ein Ticket dafür. Dann schreibt uns gern. Das waren Raimund und Daniela. Tango Mundo Berlin. Bleibt gesund. Macht's gut. Bis bald. Bis bald. Thank you.